Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video von und mit mir hier auf dem Dave Johnsonmans Kanal. Es geht mal wieder weiter, oder Gott sei Dank, nicht nur Spiele gibt es bei Mediamarkt oder Saturn oder Amazon. Ja, es gibt auch manchmal schöne Angebote, was Filme betrifft. Und hier sind es diesmal ein paar Steelbooks. Und eine Staffel von einer recht krassen Serie, würde ich mal behaupten. Ist eigentlich eher untypisch für eine amerikanische Serie. Das hätte man eher von Engländern geahnt. Ja, weil die machen ja auch richtig heftige Serien, die eigentlich außerhalb von Europa gar nicht laufen würden. In dieser Konstellation. Siehe Skins. Weil, wenn man das mit Skins mal vergleicht, Skins auch so eine, Teenager-Serie, ja, um alles Mögliche. Und das ist dann nochmal ein bisschen krasser. Als erstes fangen wir auch erstmal an. Und zwar mit, gab es zwei Steelbooks vor einiger Zeit im Angebot. Einmal S und einmal Tomb Raider. Ist jetzt der neue Charakter und das ist ein... Ja, ein Reboot, würde ich sagen, von der Grundidee. Es war ja mal so eine Serie für einen Fernsehfilm. Also so ein Zweiteiler. Und hier gibt es auch einen Zweiteiler. Wunderschönes Steelbook. Fangen wir auch gleich mal aus, anzupacken. Oh, also ich war da doch recht überrascht, als ich den Film gesehen habe. In der Preview. Ich habe erst gedacht, ach nee. Warum soll man den Klassiker eigentlich rebooten? Aber der Film geht dann doch schon in eine krasse Richtung. Die Zeitspanne ist natürlich ein bisschen anders. Ich glaube, vorher waren es 60er. Und hier spielt es in den 80ern oder 90ern. Als Flashback. Es ist ja so eine Art... gut, man sieht es ja im Trailer. So eine Art Clown, der das Spielchen macht. Pennywise. Was dann noch passiert, dann müsst ihr euch dann selbst mal ein bisschen klar machen, weil sonst verrät man den Film. Oh, hier sind die Charaktere, wo mich das irgendwie ein bisschen nach Kinder des Zorns erinnert, vom Cover her. Hier haben wir mal ein paar Sachen. Das sind die Specials. Deutsch, Englisch. Oh, und dann hat man die ganzen anderen Sprachen. Untertitel Deutsch und Englisch. Hier steht alles, deswegen. So, machen wir auch mal ab hier. Ist das wieder so schön angeklebt? Ach du Scheiße. Ich mache das Cover nicht kaputt. Machen wir das Ding mal ab. So sieht das Steelbook aus. Oh, schön designt. Oh, aber in so gut wie gar nichts. Hier sieht man eine Hand von dem kleinen Jungen hier. Gibt es ja im Trailer diese Szene mit dem Abwasserfluss, den Abfluss, wo dann hier dieses Papierding reinfliegt. Spiegelt ein bisschen. Ja. Sieht nicht schlecht aus. Ah, bisschen dunkel, Pennywise hier oben. Oh, und so sieht die Disc aus. Ab 16 wundere mich, dass da gar nicht so Haufen Logos drauf geklatscht hat. Ist natürlich die Blu-ray-Version. Ja, und die habe ich jetzt von Mediamarkt. Das habe ich euch ja schon gezeigt. So sieht dann halt die Rückseite aus, die angeklebt ist. Boah. Ansonsten ist eigentlich, ich hätte jetzt gedacht, dass da noch vielleicht ein bisschen was innen drin ist, aber scheinbar doch nicht. Boah. Kein schlechter Film, sagt mir mal eure Meinung zu dem Film. Also mir hat er gefallen, jetzt ist er bei, ist das schon Teil 2 raus, also Part 2 oder Chapter 2. Also mir hat der Film gefallen, ich weiß gar nicht, was habe ich noch bezahlt? So um die 10 Euro, 15 Euro. Oh, gefällt mir, kann man sich geben. Sagt mir eure Meinung dazu. So, als nächstes, ja, so ein Film, der eher durchwachsen ist. Tomb Raider. Ein Reboot. Am Anfang war es ja das Reboot von 2001 oder 2000.
mit Angelina Jolie und hier ist es nochmal eine Reboot-Version. Hier ist es die 4K Ultra HD Blu-ray und dann den Digitalcode. Hier hat man auch ein bisschen was anderes dazu. Machen wir gleich mal die Folie ab, weil das spiegelt wieder so. Also mir hat der Film auch zugesorgt. Er hätte natürlich etwas härter ausgehen können, sagen wir ja so. Aber der Film ist eher ab 16. Ich weiß nicht, waren die anderen zwei Teile auch ab 16, ab 12? Wenn man mal überlegt, die Filme sind ab, die Spiele sind ab 18 und hier ist der Film ab 12. Ja, man merkt aber schon die ab 12 schon an. Also es geht, man sieht so gut wie fast gar nichts, sagen wir mal so. Also da geht es in den Spielen härter zu. Machen wir mal alles ab hier. Ich will aber nichts beschädigen. So sieht das Steelbook aus. Ja, könnte man fast sagen, Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. So ungefähr das Steelbook. Schauen wir mal. Ah, ja genau. Hatte ich mir schon fast gedacht. Ja, erinnert euch das Cover an einen gewissen Spielcover von Tomb Raider? Ja. Gibt es ja diese Define Edition. Hier hat man beide Discs. Einmal hat man die 4K-Version und einmal die Blu-ray normal. Schauen wir mal kurz. Das ist schön nichts. Kriegt man die jetzt hier raus? Oh, hier ist ein bisschen Text. Gut. Ja. Ein bisschen Text ist hier. Na, das Steelbook, das klappert auch ganz schön. So, schauen wir uns mal kurz die Rückseite an. Halt. So, die Seite. Hier steht ein bisschen Text. Die Extras. Oh, hier oben haben wir noch ein bisschen Text. Und hier unten haben wir noch ein bisschen Text. Was man alles braucht. Code einlösen. Ui. Na gut, der Code wäre jetzt, denke ich mal, auch eingelöst schon. Aber egal, ich brauche den Code eh nicht mehr. Oh, irgendwie schade, dass immer die Codes auslaufen. Hier haben wir noch ein paar andere Sachen. Deutsch, Englisch. Ja, das ist halt Standard, was alles mit dabei ist. Und dann alles andere, Copyright und was weiß ich nicht. Oh, das sieht nicht schlecht aus. Oh, und hier sind dann die Klebestellen. Ja, hat mich glaube ich auch so um die 10, 12 Euro gekostet. Das eigentlich ein gutes Angebot ist für eine Blu-ray. Oder für eine Ultra Blu-ray. Oh, es ist das Ding doch eingerissen hier unten. Ja, egal. Mach ich dann später zusammen. Oh, jedenfalls kein schlechter Deal gewesen für beide Steelbooks. So, und als letztes Shameless. Die komplette sechste Staffel. Der Kaufgrund war wegen einer Darstellerin, Sasha Alexander. Ja, die hier so kleine Gastauftritte hat. Auch wie in der fünften. Und deswegen habe ich mir diese krasse Serie geholt. Auch wenn die Serie... Ja, es gibt ja auch noch. Insgesamt ist die Serie ziemlich geil. Da gibt es nämlich auch einen Darsteller. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den vorher gesehen habe. Also es ist echt schon so eine Skandalserie, könnte man sagen. Ich muss mal gucken, dass man hier nichts sieht, was irgendwie Nippel zeigt. Nö. Also es ist das schöne Cover. Hier sind alle Charaktere. Erst dachte ich, es wäre so eine 70er Jahre Serie. Nö, aber vom Cover her ist ein bisschen ja, neutral gehalten hier. Haben wir hier noch irgendwas? Also es geht hier richtig um das reale Leben. Und deswegen springt die Serie richtig gut bei mir an. Oder spricht mich an. Hier sind alle Sprachen mit dabei. Deutsch, Französisch, Spanisch. Ich schaue mir die immer bei Fox-Serie an. Gibt es dann natürlich auch auf diversen Serien. Ist aber auch recht lang, die Serie, muss ich schon sagen. Im Free-TV habe ich die, glaube ich, noch gar nicht gesehen. Also jedenfalls nicht im laufenden Tagesprogramm.
Dann hat man noch ein kleines Heftchen, was ich natürlich wieder immer schön finde, mit allen Folgen, manchmal sogar irgendwie sogar, das war das andere Euro, es gibt ja noch so eine AT-Version, da steht sogar der Originaltitel mit dabei. Also das ist wirklich ein geiles Booklet, hier sieht man auch mal ein paar Extras, hat auch einen recht guten Erfolg in Amerika. Jeweils die ersten Staffeln, hier sind die ganzen Charaktere. Und so muss eigentlich so ein Einleger mit dabei sein, dass man auch die Serie nie nicht kennt, dass man weiß, aha, wer spielt mit, welche Charaktere sind da. Gut, das könnte natürlich auch ein bisschen Spoiler sein, was einen dann vielleicht die Überraschung kaputt macht. Aber echt eine gut gelungene Serie, kann man sich geben, ist sein Geld wert. Hat, glaube ich, mich so um die 6-7 Euro gekostet. War auch in dieser 5 kaufen, 3 zahlen, aber ich habe gedacht, ich tue die ein bisschen hier rein, wenn ich Filme vorstelle, weil bei Spielen will ich eigentlich nur Spiele zeigen und nicht das komplette Paket. Auch weil das einzeln kam, deswegen ja, hätte ich jetzt natürlich auch die Einzelumschläge zeigen können. Wow, sagt mir eure Meinung zu dem Film. Habt ihr sie gesehen? Wie findet ihr diese Serie? Könnt ihr mir alles als Kommentar unten unter das Video schreiben oder wo auch immer. Das soll es gewesen sein. Viel Spaß mit den anderen Videos und bis später. Ciao.